Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft mit einer Schreckensnachricht in der Schreckensöde. Nee, ist ja noch Don Longstabbe, ne? Trotzdem, Schreckensnachricht. Und zwar ist mir heute Nachmittag sämtlicher Scheiß passiert, der mir hätte passieren können. Ich habe eine Aufnahme gemacht, wollte die nächste Folge aufnehmen. Eine Aufnahme übrigens gemacht für YouTube. Kann man fast nicht glauben in dem Fall, ne? Und, habe ja eine technische Panne gehabt. Meine Frau kam rein während meiner Aufnahme und ja, nur Scheiße ist gelaufen, jedenfalls. Und deswegen ist meine Aufnahme im Arsch gewesen. Entschuldigung für das Wort, aber sie ist im Arsch. Ich habe mich richtig geärgert und muss also jetzt hier weitermachen. Ich bin sie immer noch in der Goarau-Front, aber ziemlich angepisst, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe einen sehr, sehr leisen Gast heute im Teamspeak. Und zwar ist das der Partner Alf. Hi, Alf. Hi, Leute. Hallo, Eismännchen. Und Alf macht gerade alles für unser 500er Abo-Spezial fertig. Was es ist, verrate ich nicht. Da wir momentan 498 Abonnenten haben, Stand 8.1. Dieses Video wird am morgigen Tag erscheinen, ja, also am 9. Ich nehme also mal an, dass es wahrscheinlich bis dahin schon geklappt hat, also werdet ihr auch dieses Video sehen. Wenn ihr es noch nicht habt, einfach mal draufklicken. Und jetzt habe ich genug gesülzt, jetzt setze ich mich in Stop. So einen, du erzählst. Nein, so schnell schaffe ich das nicht. Ich kriege das nicht ganz zeitnah zum 500. hin, das muss ich jetzt mal ganz klar sagen. Ja, ist wieder alles. Nicht ganz, weil mir fehlen dann so ein paar Sachen noch und ich versuche es. Und wenn es dann 503 oder sowas sind, dann ich freue mich doch über jeden Abonnenten, dann kann das bei 500 nicht einfach stoppen. Nee, das wird es auch nicht tun und sagen wir es anders, wenn ihr das Video seht, guckt Ende der Woche auf jeden Fall in die Playlisten rein, da wird es sicherlich dabei sein und wenn nicht am Wochenende, es lohnt sich auf jeden Fall, um das einfach mal klarzustellen. Und ja, in dem Sinne einmal mehr, danke, 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 dass der Kanal mittlerweile so viel Zuspruch hat, finde ich voll geil und die WoW-Videos laufen ja auch ziemlich nice neben Fußball, als seine Sparte, die rennt ja regelrecht mit DayZ und ja, ziemlich geil, aber wir wollen jetzt hier nicht nur Werbung machen, wir wollen hier gerade so ein paar Kick knallen, oder? Die machen wir platt hier, die Penner. Wollen wir mal gucken, was hier so geht. Nur gut, dass ich davon überhaupt keine Ahnung habe. Ja, davon hast du keine Ahnung, wie bei so vielen Sachen. Ach, jetzt kommt der Dicke, glaube ich, ne? Ja, Alf will nicht, Leute, schreibt in die Kommentare, dass Alf mit mir WoW spielen soll. Und dann bin ich übermotiviert. Scheint, als ob wir gut zusammen werden. Naja. Ihr müsst den einfach nur heiß machen und ich glaube, dann hat er einfach gar keine andere Wahl. Er wird mitspielen müssen. Jetzt kommt hier der dicke, hässliche Wurm, der übrigens so auch schon im Sternen Kern stand, oder wie das Ding hieß. Ich weiß gar nicht mehr, welches Ding das war, aber das sieht ähnlich aus. Jetzt haben wir jedenfalls ins Maul. Ich habe mich letzte Woche noch gewundert, warum ich so wenig DPS mache als Tank, ne? Ist kein Wunder, wenn man 0% Trefferwertung und 1% Waffenkunde hat, dass man keinen Schaden fährt in WoW, ne? Auch als Tank nicht. Habe ich mal wieder schön gefailt. Das ist ja wie die Aufnahme, die ich in der Nachtschicht gemacht habe letzte Folge. Ne? Habe ich auch so richtig geile Szenen geliefert. Also Pleiten, Pech und Pannen im Hause Eismännchen sozusagen. Oh, der Typ ist hartnäckig. Pleiten, Pech und Pannen. Richtig. Pleiten, Pech und Pannen. Und der Typ ist hartnäckig hier. Der geht mir auch ein bisschen auf die Eier. Jetzt würde ich sagen, hauen wir mal raus, was wir haben. Das ist ja nicht viel. Ja, hat noch 40% live. Wir droppen ein wenig, aber wir haben ja. Macht er hier unser Rache-Stack? Was sagt denn jetzt? Angriffskraft um 3000 erhöht. Ja, das ist doch gut hier, Mensch. Oh. So, jetzt hat er noch 24%. Ich habe es ein bisschen klein gestellt. Ich werde demnächst auch noch einiges Witziges machen. Ich werde euch zeigen mit meinem Jäger, auch hier in diesem Let's Level, obwohl es ein Paladin-Let's Play eigentlich ist, werde ich mit dem Hunter euch mal zeigen. Ich bin jetzt momentan auf der Stufe 18, da bleibt er auch stehen, wie es so ist, durch Mob-Grinden und Innis ein Level zu machen. Das ist ziemlich anstrengend gewesen, kann ich euch sagen. Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich es kann. Und ich will euch einfach mal zeigen, wo ich da bin momentan in der Schreckensöde, um ein paar Mobs zu farmen. Sowas kann man nur ausgeruht machen, aber dazu später mehr. Jetzt wollen wir uns erstmal hier oben ums Geistereisen kümmern. Komme ich dann hier hoch? Ach du Scheiße, schön vorbeigehüpft. Nun ja, egal. Muss ich mir hier durchreiten, ne? Nützt ja nichts. Jedenfalls ist der Killerwurm tot. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich an mein Erz komme. So, ja. Das, also, so eine bescheuerte Scheiße. Die könnten das wirklich mal so ein bisschen anders machen, dass du permanent an irgendwelchen Bergen hängen bleibst. Naja, egal. Wir haben es gepackt.
Und das alles für 4 Klumpen Geistereisenerz. Und natürlich, hier steht uns ja auch eine Sonderfolge bevor. Ob ich euch auf die Inni mitnehme, weiß ich noch nicht. Hier ist jedenfalls ein Partikel für uns noch. Damit wir endlich gottverdammt den einen Harmoniepartikel herstellen können dann. Damit wir unser Rezept kaufen können. So rum. Der blöde Wurm ist ja schon wieder da. Was will der denn hier? Um den Bergbau-Skill fertig zu machen. Möchte ich unbedingt zeigen dann in einem, ja, in einer Folge von Let's Level. Und so schleppen wie das auf 88 und 89 hier levelt, ist es ganz klar, dass wir noch so ein paar Völkchen vor uns haben. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir, nee, ich glaube nicht, dass wir, doch, ich hoffe es irgendwie, dass wir im Januar durchkommen. Jetzt gucken wir uns erstmal, oh, Leute, guckt euch mal die Ringe an hier. Das ist ja ganz fein. Waffenkunde Meisterschaft. Ich glaube, wir wählen mal den Waffenkunde Meisterschaftsring aus hier. Tada. Gehen immer die Gespräche mit Taran zu, ne? Der nervt auch so ein bisschen. Im Laufe des Essens kriegt er nur auf die Schnauze und wir sind ewig mit dem Reden. Hoppala, jetzt ist mir ein Fehler passiert. Was ist denn jetzt los hier? Jetzt backt wohl mein Interface, oder? Ist das jetzt die Rache, weil ich Taran zu beleidigt habe? Versuche ich es mal so. Ging doch! Mensch, wer sagt's denn? Gleich abspeichern? Ja, hat eigentlich irgendjemand einen besonderen Titelwunsch? Ich bin für von der zerschmetterten Sonne da gewesen, weil viele andere Chars den Titel nicht haben. Und ich sage euch eins, viele von denen, die jetzt bei Pandaria einsteigen, die wissen gar nicht mehr, was das ist von der zerschmetterten Sonne. Die denken, irgendjemand eine Sonnenfinsternis ins Spiel importiert. Ne? Wollen wir mal nicht vergessen. Also, das ist schon gut, der Titel. Ich habe ja bei dem, was habe ich da bei der Hexe gehabt? Ich bin da mal im Licht des Morgens, ne? Das war ziemlich cool. So, wen sollen wir denn hier treffen eigentlich? Ach ja, Taran zu. Gott, ich bin verwirrt. Aber wenn ihr auf die Uhr guckt, auf meinem Interface, dann seht ihr, warum ich verwirrt bin. Alt ist zum Beispiel grundverwirrt. Das ganze Jahr. Nein, nein, ich bin nur voll konzentriert. Deswegen bist du trotzdem grundverwirrt. Das ganze Jahr. Weil mich dieses Special doch sehr, naja, da muss man halt viel fuchteln. Ich hoffe, das wird auch anerkannt. Er muss viel fummeln, möchte er dann sagen. Genau, ich fummel ja gerne. Ah, Skorpione sollen wir töten. Das ist doch gut, das können wir. Wo war man jetzt stehen geblieben? Ach ja. Genau. Skorpionen töten, Alf. Irgendwo war doch... So. Leute, wir haben ja jetzt das Jahr 2014. Eure Tipps, wann kommt eigentlich das WoW-Addon raus? Ich sage, als geborener Pessimist und möchte gern Chefstratege von Blizzard Entertainment, sage ich, dass das nicht vor dem Sommer kommt. Einfach weil die Elder Scrolls Online im April kommt und wenn sie es damit bringen würden, wäre es langsam zu knapp. Es sei denn, sie verzichten auf eine Beta, was ich Blizzard nicht zutraue. Dann hätten wir die Möglichkeit, das Ganze drei Monate später zu bringen. Dann wäre es 35 Grad warm in der Regel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Blizzard diesen Weg wählt. Jetzt seid ihr dran. Was glaubt ihr? Ich sage also, auch wenn es länger wäre als gesagt, es wird September. Wie auch beim letzten Addon vor anderthalb Jahren, glaube ich, dass es September wird. Aber dann würde es ja, entschuldige, dass ich mich da einmische. Du darfst dich immer einmischen, mein Dann Freund. Wären das ja, dann hätten sie ja, wie du gesagt hast, dann hätten sie ja fast 2 Jahre keinen Addon mehr rausgebracht. Ja, eben, aber ich habe irgendwie so das im Urin, dass ich das. Die Leute, die jetzt meckern und gehen, die kommen zum Addon so oder so wieder. Im Sommer haben sie Abo-rückschreitend so oder so. Kann mir keiner erzählen. Wenn sie es also nicht mit TSO zusammen rausbringen, was absolut nicht Blizzard-typisch wäre, weil TSO im April kommt und die Beta eigentlich grundsätzlich so 2-3 Monate mindestens läuft, eher noch länger, wäre für mich eine komische Geschäftsstrategie. Und im Sommer bei 30 Grad ein MMO rauszubringen, gebe ich dir vollkommen recht. Könnte ich jetzt auch nicht nachvollziehen. Gerade ich als nicht so, ja okay, ich suche das auch, ja, aber ne, als Mensch mit blöden Arbeitszeiten und so weiter, habe dann ja, also ich würde im Sommer, da hätte ich überhaupt gar keine Chance. Ja, also dann. Da würde ich den ersten Patch traditionell erstmal wieder laufen lassen, bevor ich mich einklinke, wie bei Mists of Pandaria auch. Da habe ich ja auch 5 Wochen gewartet oder sowas. Bis die ganzen Bekloppten, die Startgebiete durchgemetert sind. Ja, ich weiß nicht, wie gesagt, nicht, ob das Strategie sein kann in dem Fall. Dein Tipp als Laie, Alf, müsste doch dann rein theoretisch früher sein, oder? Nein, deine Argumente, die sind ja
Ja, die sind auch einzusehen, also gar keine Frage, also. Gegen meine Thesen spricht allerdings, dass Blizzard vor kurzem auf der BlizzCon noch groß angekündigt hat, dass sie eigentlich nicht mehr so lange warten wollten mit den Contents wie im letzten Add-on. So. Jetzt ist die Frage, was man da machen kann. Also ich als Berufspessimist sage trotz allem, es wird September. Und wir werden es in den nächsten Wochen sehen, ob es einen Jahrespass gibt. So ist es Was für natürlich. ein Ding? Einen WoW-Jahrespass, den gab es vom letzten Addon auch, um die Kunden zu halten. Da hast du einen Mount in-game geschenkt bekommen oder ein Haustier. Und hast halt ein Jahr dich verpflichtet, weiterhin die Abo-Gebühren zu bezahlen. Die hast du monatlich bezahlt. Und hast, wie gesagt, dann einen Mount dafür bekommen, sodass sie einfach sagen: Okay, der Kunde bleibt trotz allem bei der Stange, ob er einloggt oder eben nicht. Ja, das ist aber, naja, gut, wenn er bezahlt, können sie ja bei Blizzard zufrieden sein, ne? So ist das. Und Ah, ich habe ich das ja weiß auch nicht. gemacht letztes Mal. Ich habe den Pass genommen, weil ich das ganz nett fand eigentlich. Können die wegen mir jedes Jahr machen, jetzt egal, ob er dann oder nicht kommt. So ein Jahrespass finde ich nice. Na, was kostet das? Ich meine, was. Nichts. Du bezahlst keine Kosten mehr. Du kriegst halt in-game ein Mount geschenkt. Du verpflichtest dich nur, dass du die nächsten 12 Monate deinen Account nicht kündigen kannst. Aber Servergebühren und sowas musst du trotzdem Naja, bezahlen. die 13 € im Monat da, die lädst du so oder so. Es sei denn, du Naja, gut. bezahlst wie ich vierteljährlich, dann bezahlst du ein bisschen weniger im Monat. Also ich zahle es vierteljährlich und bezahle halt dementsprechend ein bisschen weniger. Aber trotz allem, es sind genug Leute da, die diese Taktik das nicht mögen, den Jahrespass, weil dann halt jeder weiß, das Addon wird so schnell nicht kommen, ne? Ist ja klar, denke ich. Dass das dann jeder weiß und denken die Scheiße, ne? Das war. Naja, okay, ja. Das Problem ist, dass bei WoW meiner Meinung nach eh viel zu viel gemeckert wird. Ich weiß nicht, ob ihr, liebe Zuschauer, im offiziellen Blizzard-Forum unterwegs seid, World of Warcraft. Ich habe das gelinkt hier unten in meinen Videos und ich finde teilweise auch, dass der Ton da, der da herrscht, eigentlich nichts mit einem geselligen Spielchen zu tun hat. Tja. Und wie gesagt, es wird so viel gemeckert, ich glaube, Blizzard kann es eh nicht richtig machen. Ihr seht es ja gerade an meiner Haltung. Wenn ich jetzt sage, ich bin. Ja, ich habe Harmoniepartikel! Ich kotze ins Essen! Leute, ich habe Harmoniepartikel. Wie geil ist das denn? Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Achso, ja, dass Leute wie ich zum Beispiel ja schon pissed off sind, wenn sie sagen, wenn sie bringen es im Sommer. Weil, ne? Kind draußen, Papi draußen, alles Banane, ne? Zum Zocken. Kannst du ja nachts spielen. Ja, muss mir ja zwischendurch auch mal arbeiten oder so. Ne? Und so weiter. Ist auf jeden Fall, finde ich, nicht schön, im Sommer sowas rauszubringen. Und die anderen würden sagen, ja, je schneller, desto besser. Scheiß drauf, wann. Ne? Oder, oh, TSO, nächster WoW-Killer. Wird eh wieder kolportiert werden. Drauf geschissen, wird es eh nicht werden. Denn die Elder Scrolls spielen, glaube ich, entweder die Leute, die auch WoW spielen, oder andere Leute generell. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie in Konflikt gerät miteinander. Während wir jetzt hier den Skorpion mal gerade kalt stellen, den alten Lutscher. So, dann habe ich Wo du noch eine das. frohe. Was Oh denn? ja, nee, erzähl du erst mal fertig. Dann habe ich noch so eine frohe Kunde zum Thema WoW. Meine Gilde hat sich entschlossen, dass wir demnächst garantiert mal, wenn jeder seine Chance so hat, wie er sie haben möchte, egal mit welchen, wissen wir noch nicht genau, auch mal wieder ein BG spielen werden und dabei Teamspeak laufen lassen, also extra spezial für euch. Da die gemerkt haben, unser Channel läuft nicht so schlecht, lohnt sich jetzt dann doch auch mal das Maul aufzumachen, so auf die Art. Schöne Grüße an meine Gilde, wenn sie gucken. Wie gesagt, wir spielen ja auf Blackhand und wir übrigens jeder Neueinsteiger oder jedes alte WoW-Mitglied, das das Spiel nicht zu ernst nimmt, sondern hauptsächlich spielt, um ja, mit netten Leuten zusammen zu spielen, der darf mich jederzeit kontaktieren. Wenn ihr zu uns passt, kriegt ihr Gilden-Invite. Allerdings, wenn ihr permanent auf Raid aus seid, was wir alle so nebenbei erledigen, gerade ich ja nur leider durch die Arbeit sowieso nur, dann seid ihr bei uns sowieso falsch. Einfach mal kurze Gildenwerbung dabei. Also so darf gerne jeder mir schreiben, könnt ihr unter egal welches Video als Commentary schreiben, dass ihr Interesse habt und dann laden wir euch ein. Und jedenfalls haben wir da vor, demnächst auch mal wieder alte Raids zu machen. Ich hoffe, das ist auch mal was, was euch interessiert. Da wird es dann nach dem Paladin-Leveln eine weitere Season geben und die werde ich dann wahrscheinlich Open-End spielen, bis die Mist of Pandaria durch ist, die Season 5. Also sobald der hier, dieser Blutelfen-Paladin-Typ hier endlich das Endgame erreicht hat
und wir ein bisschen zeitlose Insel gerockt haben, ist die Season logischerweise abgedreht, in Anführungsstrichen. Beziehungsweise, wenn ich mit dem Hunter noch ein bisschen mische, was ich eventuell vorhabe, um ein bisschen Abwechslung reinzukriegen, wenn es euch nicht gefällt, ebenfalls Commentaries, wird die Season irgendwann abgedreht sein und dann gibt es dann eben solche Sachen. Wenn euch nicht gefällt, kein Commentary, dann durchkreuzt ihr alle meine Pläne. So, Alf, was wolltest du uns denn eigentlich so erzählen eben? Ich glaube, Alf ist weg. Ja, Alf hat die Sprache verloren, ist ja auch egal. Wir gucken mal eben hier, das sieht gut aus, das sieht sehr gut aus. Den nehmen wir doch mit, den Umhang. Das ist doch sehr schön. Entschuldigung, aber ich hatte gerade geschnitten und habe geguckt, wo ich einen Ton wegmache. Hauptsache, deine Hand ist noch dran. Ja, ich hatte da, ich weiß nicht, ob das überhaupt jetzt hierher passt, aber du hast da eben so ein paar Sachen angesprochen da. Du hast Vergleiche gezogen und wenn WoW das Add-on dann und dann nicht rauskommt, deswegen nicht und deswegen nicht und darunter war auch ein anderes Spiel noch. TSO. Das was? TSO. Meinst du? The Elder Scrolls Online. Ja. Das habe ich auch genannt, ja. Gibt's da was zu sagen zu? Das kommt drauf an, wie du das siehst. Also ich würde meinen WoW-Videos eigentlich selten Werbung für andere Spiele machen. Aber wenn er es schon anspricht, dann können wir es natürlich hier auch bekannt geben. Unser lieber Alf hat den Beta-Key bekommen für die Elder Scrolls Online, den der liebe Eismann nicht bekommen hat. Aber der liebe Alf hat gesagt, auch wenn wir es zusammen dann auf jeden Fall Let's Playen werden, einfach mal, soll ich die Beta mal anspielen für euch? Und das werde ich selbstverständlich auch tun. Daher könnt ihr in den nächsten Tagen oder Wochen auf jeden Fall mit ein paar Folgen der Beta rechnen. Ich sage gleich, es wird nicht mehr als 10 davon geben. Weil ich nicht möchte, dass man das ganze Spiel schon spielen kann. Ich werde da so ein bisschen reingucken. Vielleicht mache ich nur 3, 4 Videos. Ich muss gucken, wie es mir gefällt, ob es wie weit die Beta ist. Ja, wie gesagt, also das so eine Art Let's-Test, ne? Ja, man kann ruhig sagen, eine Beta-Test, genau. Also so wird es kommen, auf jeden Fall. Und jetzt sind wir erstmal am Ende des Tages angekommen, beziehungsweise Ende der Folge. Die moderiere ich jetzt einfach mal ab, bevor wir die nächste gleich starten werden, da ich mich jetzt wieder im Schrein befinde und mit euch zusammen Schmiedekunst weiter vorantreiben werde. Würde ich sagen, wir brechen, wie gesagt, hier ab. Hier ist der Partikel. Hier ist der Geist der Harmonie. Ich freue mich noch in den Arsch. Ach, herrlich ist das. Ich sage hiermit erstmal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns gleich in der nächsten Folge. Haut rein. Und tschüss.